Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend wollte ich schon sagen, aber so spät ist es noch nicht. Und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich wie immer, dass ihr heute wieder live dabei sind. Wir schauen uns einmal den Risikohinweis an. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte Ihre eigene Entscheidung treffen und das Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen. Ganz wichtig an der Stelle und ja, auch das muss leider gesagt werden. Die Meinung des Referenten ist nicht zwingend die von FX Flat oder Cap Trader. Gut, Jens, wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was gerade aktuell Thema ist, nämlich Brexit. Und deswegen wollen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nelson. Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Heute sogar mit stabiler Internetleitung, also anders als letzte Woche. Deswegen haben wir ja heute diesen Termin als Ausweichtermin gefunden. Es gibt, das sage ich gleich vorweg, allerdings auch heute eine Besonderheit. Eventuell allerdings nur, es ist noch nicht garantiert, aber es könnte sein, dass das Event sich ein bisschen kürzer darstellt, als das ursprünglich eingeplant ist, aus privaten Gründen. Ja, es könnte sein, dass ich gleich kurzzeitig abberufen werde, dann von meinem 6 Monate alten Sohn. Ja, also das nur schon mal vorweg. Ich werde aber dennoch einen, dann sind wir wieder beim Brexit, ich werde einen weichen Schnitt hinbekommen. Das verspreche ich auf jeden Fall. Und ich habe mir auch schon einiges zurechtgelegt, was dennoch hoffentlich viel an Input und Ideen tatsächlich dann beinhaltet für alle Teilnehmer und Zuhörer hier. Ich habe gerade eben ja schon das Wort saisonales Muster verwendet. Wir werden natürlich kurz einen Blick auf die fundamentale Situation werfen. Das Schöne ist, dass diese Muster, die ich dort plane abzudecken, besonders bezüglich des Euros, aber eben ganz besonders im Zusammenhang mit dem Pfund Sterling, auch eine Möglichkeit liefern, da noch einen kurzen Blick drauf zu werfen. Ja, parallel dazu werden wir noch kurz einen Blick auf den DAX werfen, den wir allerdings nur unter rein technischen Gesichtspunkten wie gewohnt handeln wollen. Auch ich habe natürlich ganz vorbildlich einen Risikohinweis vorbereitet, der ist allerdings nahezu identisch mit dem von Nelson, also zumindest im Kern. Und so, das nochmal im Zusammenhang mit dem Buch. Ich würde es tatsächlich deswegen nochmal gerne erwähnen, weil ich mich in letzter Zeit einfach so unglaublich darüber freue, über die vielen positiven Rezensionen, die ich bis jetzt bei Amazon erhalten habe. Also im Kern scheint es wirklich genau so anzukommen, wie ich mir das ursprünglich gewünscht habe. Und ich stelle mal ganz kurz den Link einfach zu der Amazon-Webseite hier in die Chatbox. So, und dann switchen wir auch zügig rüber. Zack, hier in den Chart. Und gleich zunächst einmal zum DAX, bevor wir dann uns den etwas übergeordneten Mustern widmen wollen, die einen längeren Zeitrahmen abdecken. So wie es aktuell hier ausschaut, wird es jetzt gleich ein Buy-Stop werden. Wir sind jetzt bei 9:03 Uhr. Die Order wird erst aktiviert ab 9:05 Uhr. Also das heißt, diese 5 Minuten Kerze, die müssen wir noch abschließen. Warum wird es ein Buy-Stop? Wir handeln oberhalb dieser blaufarbenen Linie. Das ist mein Trendfilter, das ist der EMA 50. Und also es sieht sehr danach aus, als wenn der Ausbruch dann gleich auf der Oberseite tatsächlich erfolgt. Ich gucke mal ganz kurz hier, wo das Tief der Range ist. Das ist bei 4,83. Da ist der Fixed Price 11,483. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Preis. Ich habe jetzt hier gerade übrigens beim Entry Price die Lot Size geschrieben. Das ist natürlich nicht ganz korrekt. Das Hoch dieser Kerze liegt Status Quo bei 11,511. So, damit haben wir dann 28 Punkte Risiko, sollte diese Range dann gleich stehen. Take Profit könnten wir natürlich jetzt auch gleich einpflegen, aber ich will dazu gleich mal dieses Tool hier nutzen, was ich auf der rechten Seite habe, dieses Add-on für den MetaTrader, was ich relativ cool finde, ehrlich gesagt, und was uns das auch sehr einfach macht. Also nicht, dass es jetzt ein Problem wäre, 28 mal 2 zu rechnen und dann diese 56 Punkte eben hier auf der Oberseite aufzuschlagen. Aber da gibt es noch eine einfachere Methode, tatsächlich, die ich euch dann gleich kurz zeigen will. Bevor das allerdings stattfindet, müssen wir ganz kurz hier ein bisschen geduldig sein. Wie gesagt, dass den Abschluss dieser Kerze abwarten, sind noch 20 Sekunden und dann klicken wir hier gleich auf Place Order und würden die Order eben entsprechend in den Markt geben. Ja, bezüglich des. Müsstest du es dann wahrscheinlich auf Buy Limit setzen, wenn du jetzt so abschließt. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Ach, du willst da drüber. Okay. Genau, weil die rotfarbene Linie, die ist zwar, zack,
wie du Ah, schon okay. richtig siehst, aber die rutschen natürlich jetzt nochmal dadurch einen Schritt nach oben, weil ich sie zwischen 8 und 9:05 Uhr festsitze. Und dadurch wird es dann im tatsächlichen Buy Stop. Im Falle tatsächlich, das, was du beschrieben hast, könnte eine Möglichkeit sein, dieses Setup dann anzupassen, diese Basisstrategie. Nämlich, wenn man unterhalb jetzt zum Beispiel, oder nee, Moment, anders formuliert, wir handeln aktuell ja oberhalb dieses 50er EMAs. Und wenn wir jetzt durch welchen Grund auch immer, ohne eingestoppt zu werden, plötzlich kehrt machen, das wird jetzt nicht mehr passieren, aber wenn wir es kehrt machen würden und würden hier unter den 50er EMA fallen und aus der Range nach unten, obwohl wir einen Buy Stop im Markt liegen hatten, dann würden wir in der darauf folgenden 5 Minuten Kerze mit einem Sell Limit arbeiten. Also, oder umgekehrt, wenn wir drunter handeln würden und dann drüber schließen würden, oberhalb der Range mit einem Buy Limit, dass wir dann einen Rücksetzer gegen dieses ehemalige Tief eben dann kaufen bzw. verkaufen würden. So, das ist allerdings eine rein technische Geschichte. Jetzt haben wir diese Order, wir sehen sie gefüllt hier im Markt. Jetzt können wir da einmal draufklicken auf diesen Button, dann geht ein neues Fenster auf und dann sehen wir hier ja das Euro-Risiko. Und dann können wir den Take-Profit hier einstellen. Und den Take-Profit, den kann man wählen, nämlich mit einem fixen Preis oder in einer Pip-Anzahl. Und wir hatten ja gerade eben gesagt, 28 Punkte Risiko, also von der 11. Da haben wir gekauft zu 83, das sind 28 Punkte. Und man sieht, dass es auf den Devisenbereich ausgelegt ist, das sind Pips, eigentlich müssten es Punkte sein. Aber wenn wir da jetzt 56 eingeben und Set Take Profit setzen, dann sehen wir da, dass, müssen wir mal kurz gucken, Take Profit. Einen Moment. Fixed Price. Nee, Moment. Nee. Stopp. Fixed Price, so 56. Ach so, oh. Natürlich, jetzt habe ich natürlich insofern ein Problem. Okay, jetzt habe ich gerade eben festgestellt, gibt's jetzt einen Grund für, warum der auf 56, warum der da 108 Euro schreibt? Normalerweise müsste das doch Doppelte sein, das sind doch dann 112, oder? Interessant. Also auf jeden Fall hat man jetzt gesehen, wie sowas funktioniert. Normalerweise sollte das eigentlich funktionieren. Und zwar, dass der das dann auch direkt dann drauf summiert. Ist aber auch nicht dramatisch. Also da fehlen jetzt offensichtlich hier 2 Punkte. Aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. Normalerweise sollte der das eigentlich ohne Probleme eingeben. Aber diese Option besteht auf jeden Fall, dass man eben hier dann über dieses Add-on den Preis dann zum Beispiel in der Punktzahl, ohne dass man das selber ausrechnen muss, eben tatsächlich durch eben dieses Add-on beziehungsweise den MetaTrader tun lässt. Und ja, damit ist das Setup im Grunde genommen, nee, der Spread, also das habe ich jetzt auch gerade im ersten Moment gedacht, aber der Spread, der dürfte in diesem Zusammenhang jetzt eigentlich hier keine Rolle spielen. Also das müsste ihr eigentlich automatisch machen, ganz zu schweigen auch davon, weil der Spread nur 0,9 Punkte eben beträgt. Das können wir ja hier oben sehen, beziehungsweise wir können dann auch einblenden. Da Spread und da sieht man, also 90, das ist auch wieder auf Pips gerechnet, das sind 0,9 Punkte. Also normalerweise sollte das eigentlich mit einberechnet sein. Aber gut, also soll auch nicht das Problem sein. Wir können das auch nochmal manuell tatsächlich ein bisschen anpassen, nämlich dahingehend, dass man hier nochmal draufklickt. So. Und einfach auf den Take Profit gibt und dann einfach diese 2 Punkte noch oben drauf setzt. Also dann machen wir 5,67 draus und dann ist es auf jeden Fall tatsächlich korrekt. So. Ja, dieses Setup, wie gesagt, ist klassisches Setup. Also wir haben jetzt in diesem Zusammenhang nichts Neues getan. Wir warten einfach die Open Range ab zwischen 8 und 9:05 Uhr. Wir schauen, wo wir in Relation zu den 50er EMA traden. Auf 5-Minuten-Basis handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, handeln wir nur Ausbrüche auf der Shortseite. Take Profit wird gesetzt in einer Distanz von einem Verhältnis 2 zu 1. Das heißt also, jetzt in dem Fall 28 Punkte Risiko wird multipliziert mit 2. Da sind wir bei 56 Punkten Chance. Die werden auf der Oberseite gesetzt. Backtest-Resultat hatte ich auch schon mal präsentiert. Hatte die Kapitalkurve dort über ein entsprechendes Zeitintervall getestet. Das lässt sich auch über längeren Zeitraum zeigen. Und ja, alles andere, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist natürlich nicht besonders optimal. Ja, also du willst eigentlich den Ausbruch auf der Oberseite sehen und dann auch einen entsprechenden Durchmarsch und jetzt nicht unbedingt, dass wir auf der Unterseite abkippen. Ich muss allerdings auf der Kehrseite auch sagen, dieses Setup hier, das ist jetzt wie gesagt ein rein technisches Setup, was wir von der Long-Seite traden. Ich muss sagen, nach dem gestrigen Kursverlauf und diesem doch relativ harten Abprall an der 11.600er Region, wo wir uns nicht haben halten können, muss sagen, das war jetzt eine konkrete oder konsequente Umsetzung eines nochmal technischen Setups. Aber wenn ich jetzt erstmal rein analystentechnisch gefragt würde,
würde ich tatsächlich die Short-Seite favorisieren im DAX. Bedeutet also etwas anders. Ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich zeitnah nochmal eine Attacke auf die 11.400er-Region ansteht. Und das hat auch damit zu tun, wie sich der DAX jetzt über die letzten Tage präsentiert hat. Nachdem wir es nicht geschafft haben, das sieht man dann hier ganz besonders im Daily-Bereich, nachdem wir es hier nicht geschafft haben, uns über diese rotfarbene Linie zu hangeln, das ist so die Region um plus minus, kann man sagen, die Dezember-Hochs ungefähr. Wir handeln allerdings weiterhin unterhalb dieser Dezember-Hochs oder im Bereich um die Dezember-Hochs, so muss ich das vielleicht formulieren. Also tatsächlich konkret, hier sind die Dezember-Hochs in diesem Bereich. Wir sind tatsächlich sogar leicht drüber gelaufen zunächst, aber wir haben kein weiteres Aufwärtsmomentum aufnehmen können. Wir handeln weiterhin unter der 200-Tage-Linie. Grundsätzlich ist es auch so, dass der US-amerikanische Aktienmarkt, der für einen Großteil dieser Korrekturbewegung von den 2018er Jahrestiefs und den Dezember-Tiefs dann auch hier verantwortlich ist, dass dieser nach oben mehr als stark überdehnt anmutet, ausschaut. Und auch hier der S&P in diesem Widerstandsbereich, ebenfalls Region um die Dezember-Hochs, massive Schwierigkeiten tatsächlich hat. Diese Bewegung grundsätzlich sehr, sehr stark überdehnt ausschaut. Und alles in allem, es wenig überraschend käme, wenn da jetzt tatsächlich sich mal ein bisschen Abgabedruck auf den Weg geben würde, auf den Weg gegeben würde. Einer der möglichen Treiber hierfür könnte der Brexit sein gestern und die Abstimmung im britischen Parlament. Ich muss sagen, ich bin jetzt wenig überrascht davon gewesen, aber ich hatte gestern auch schon mal kurz diesen Spruch gewählt, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Was meine ich damit? Wir hatten am Montag einen nicht absurden Verlauf, aber zumindest doch mal einen sehr starken Start in die Handelswoche im S&P, der auch dann im DAX dazu beigetragen hat, dass wir Richtung 11.600 Punkte uns bewegt haben. Also nur um das mal ganz kurz einordnen zu können, wir haben, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber ich gehe einfach mal in die 15-Minuten-Ebene und dann wird man das erkennen. Wir haben jetzt, also Daily, ignoriere mal bitte, das ist jetzt ein 15-Minuten-Chart. Wir haben hier den Handelstag begonnen und wir haben tatsächlich in den ersten anderthalb Handelsstunden nicht eine rotfarbene 15-Minuten-Kerze gehabt. Wir haben nur im Grunde genommen in eine Richtung gehandelt, als wenn keinerlei Verkäufe auszumachen waren. Was der Grund für diesen Optimismus war, es entzieht sich bis jetzt einer Idee meinerseits. Ich habe keine Ahnung, was dazu beigetragen hat, dass der S&P im Grunde genommen nur Käufer gefunden hat. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass eben zu diesem gleichen Zeitpunkt sich erste Annäherungen zwischen der EU und eben Großbritannien abgezeichnet haben. Und dass man seitens der EU begonnen hat, die erwarteten, ich hatte das schon diverse Male thematisiert, Zugeständnisse zu machen, eben an die EU bezüglich des sogenannten Backstops, also der, ich nenne sie jetzt mal Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland. Und dann ist es in diesem Zusammenhang ein möglicher Treiber, der hier dazu beigetragen hat, dass auch der US-amerikanische Markt sich dann positiv präsentiert hat. Das hat auch tatsächlich einen Grund, denn es gibt auch sehr, sehr starke Verflechtungen handelstechnischer Natur zwischen den USA und Großbritannien. Und wo natürlich dann eben entsprechend ein Brexit, ein harter Brexit ganz besonders, der eben potenziell negativ sich auf die britische Wirtschaft auswirken würde, natürlich auch im Umkehrschluss negative Auswirkungen potenziell auf eben die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Großbritannien haben könnte. Und das hat dann eventuell mit dieser Bewegung begünstigt. Aber nochmal, ich erzähle jetzt im Grunde genommen eine Geschichte dazu, um irgendwie in irgendeiner Weise dort eine Kohärenz reinzubringen. Ob das sinnvoll ist oder nicht. Also die meisten, die sich mit dem Thema Trading-Psychologie ganz besonders beschäftigen, die werden sagen, dass das eventuell auch eine kognitive Verzerrung eben tatsächlich ist. Unterm Strich hatte ich dann auch gesagt, es ist eigentlich egal, was dazu beigetragen hat. Wenn man den S&P nach einem ähnlichen Prozedere angeht wie den DAX jetzt gerade mit dem Open-Range-Ansatz, da ist es nur eine andere Aggregation. Da sind wir im 15-Minuten-Chart unterwegs, nicht im 5-Minuten-Bereich. Da gucken wir uns nicht den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis an, sondern den EMA 10 eben auf 15-Minuten-Basis. Und wenn du da den Ausbruch aus der Open Range dann, die du festlegst zwischen 15:30 Uhr normalerweise und 16:15 Uhr aktuell, weil es ja eine Zeitverschiebung gab, oder ausgehend von der Zeitverschiebung und der Sommerzeit jetzt in den USA 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr, wenn du die ersten 45 Minuten nimmst, dann handelst du eben den Ausbruch aus dieser Range ausgehend von dem gleichen Grundgedanken. Und in diesem Fall wäre es natürlich ein hochprofitabler Trade deswegen schon alleine gewesen, weil wenn wir nur in eine Richtung laufen, der Ausbruch auf der Oberseite erfolgt und wir long getriggert werden, dann kann man eben besonders, wenn man die Position, wie dann auch der Ansatz ist, beinhaltet, bis zum Ende des Handelstages eben hält. Also der Take Profit, der Stop ist zwar klar gesetzt mit dem Tief der Range, aber
Der Take Profit ist offen. Also das heißt etwas anders formuliert, du hältst die Position bis zum Ende des Handelstages auf und schließt sie dann 10 Minuten vor Ende des Tages. Also sprich um 21:50 Uhr unserer Zeit, beziehungsweise aktuell um 20:50 Uhr. Und das ist eben dann etwas, was dann, ja, was dann eben sicherlich am Montag hochprofitable Angelegenheit gewesen ist, was auch immer, wie gesagt, der Grund dafür war, dass wir diesen Run gesehen haben im S&P. Gut, aber zurück zum DAX aktuell. Ich sehe auch gerade schon eine Frage, und zwar hinsichtlich des jetzt anstehenden Hexensabbats, welchen Einfluss der hat. Ich persönlich muss ehrlich gestehen, ich habe derzeit bezüglich des Hexensabbats, ja, also ich hab keine wirkliche Idee. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen habe ich infolge der Price Action, die stattgefunden hat, nicht das Gefühl, dass sich dort eine hohe Signifikanz Open Interest auf der Ober- bzw. auf der Unterseite herausgestellt hat. Das ist allerdings rein spekulativ, weil jetzt kommt der zweite Grund. Bis vor kurzem war es ohne Probleme möglich, auf der Webseite der Eurex das Open Interest einzusehen. Und zwar für jeden frei zugänglich. Und zwar sowohl für die geschriebenen Calls als auch für die geschriebenen Puts. Das ist aktuell nicht mehr möglich. Also zumindest ist mir die Seite nicht mehr bekannt. Der klassische Weg, den wir immer gewählt hatten, das war, indem wir einfach nur relativ simpel über DAX Eurex Optionen über Google gegangen sind. Ich zeige das mal ganz kurz. Der führt jetzt im erweiterten Sinne ins Nirvana. Und wenn jemand weiß, wo der Link abgeblieben ist oder wo jetzt dieser Bereich abzufinden, wo dieser Bereich auf der Website zu finden ist, dann könnten wir uns da jetzt sofort einen Blick drauf gönnen. Und ich würde es auch sehr, sehr gerne tun, aber aktuell ist mir das ja, ist mir die Seite einfach nicht bekannt. Es gibt ja noch eine andere Seite, wo der ein Verfallstagsdiagramm gibt. Da kann man auch denn das aktuelle Open Interest sehen. Okay. Stockstreet.de und dann Verfallstagsdiagramm. Okay, weißt du was? Das gucken wir uns doch mal an. Stockstreet.de. Und jetzt, ich zeige das mal ganz kurz hier zu der Eurex, wo die weiterhin leitet. Was sie leider nicht tut. Doch da, also Error. Possible reason, you have used the bookmark. Also ich habe tatsächlich einen Bookmark auf der Seite, aber wir sind ja den Weg über Google gegangen. Also Page you have chosen cannot be displayed. Aus welchen Gründen auch immer. Aber nochmal Stockstreet und jetzt gehen wir auf Börsentools wahrscheinlich. Und dann gehen wir auf Verfallstagdiagramm. Wir warten. So, sehr schön. Also, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier gucken. In Blau sind die Calls, in Rot die Puts. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. So, jetzt ist natürlich. Ja, also ich erkenne schon etwas. Ich bin mir allerdings an der Stelle jetzt nicht so sicher, ob das für jeden sofort nachvollziehbar ist. Ich habe zu diesem Thema auch mal einen Blogartikel geschrieben. Das findet man bei mir auf der Webseite. Also Folgendes, ich werde dazu jetzt vielleicht zwei, drei Zeilen sagen. Ja, nichtsdestotrotz empfehle ich im Anschluss mal auf meine Webseite zu gehen und dann hier. Allerdings noch ausgestattet der Blogartikel mit dem alten, mit dem alten Link zu Eurex eben tatsächlich. Den muss dann natürlich mal geupdatet werden. Einfach hier auf Blog zu klicken und dann einfach ein bisschen nach unten zu scrollen. Ja, in diesem Zusammenhang, da findet man dann, ist einer der ersten Artikel gewesen, die ich da in diesem Zusammenhang mal verfasst hatte. Da findet man dann unten, also hier zum Beispiel findet man was zum Thema Volatilität im Trading. Oh, sollte jetzt eigentlich nicht der ganze Artikel da auftauchen, ehrlich gesagt. Aber gut, also wir fahren Orderarten im Trading zum Beispiel. So, jetzt müsste sich die Seite noch richtig aufbauen. So, auf jeden Fall findet man es in dem Bereich Blog. Einfach ein bisschen scrollen, dann wird man dazu auf jeden Fall einige Ausführungen finden.
So, was erkennen wir jetzt hier gerade? Also das ist das, was auch der Ingo gerade schon schreibt. Also wir haben ein verhältnismäßig hohes Open Interest auf die 11.700er Marke offensichtlich hier. Das ist dieser hohe blaufarbene Balken, ein Stück weit weniger, allerdings unwesentlich weniger, ehrlich gesprochen, sehen wir auch im Bereich 11.600 Punkte. Dann hier auf der Unterseite, auf den, nee, Moment, 11.500 ist es wahrscheinlich. Ja, 11.500 Punkte. Das ist also ein Bereich auf jeden Fall, der seitens diverser Marktteilnehmer, Stillhalter, ein Niveau ausmacht, welches, wo sie sagen, wir würden den Markt am Freitag zum großen Verfall um 13 Uhr gerne unterhalb dieses Levels sehen würden. Und zwar hat das einen relativ einfachen Grund. Ich will das mal ganz kurz vielleicht aufzeichnen. Das hat damit zu tun mit dem sogenannten Auszahlungsprofil. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns jetzt hier auch nur die Position Short Call anschauen. Also das, was diese Betrachtung jetzt nicht beinhaltet und weswegen die eigentlich relativ grob auch anmutet, ist, dass wir natürlich keine komplexen Optionsstrategien wie Butterfly Spreads und Co. eben berücksichtigen, Iron Condors und diese ganzen Geschichten da heißen, sondern wir gucken uns eben nur dieses Auszahlungsverhältnis hier für einen Short Call an. Und was man jetzt in diesem Zusammenhang eben dann erkennt, ist, ich schreibe das auch drüber, also das ist Short Call. So. Das heißt, diese Marktteilnehmer, die verkaufen im Grunde genommen ein Recht darauf, dass ein Marktteilnehmer, der die Gegenposition, also Long Call beinhaltet oder Long Call eben dann abzeichnet, dass dieserjenige welche, der diese Gegenposition zum Short Call hält, dass dieser dann, egal wie weit der DAX über 11.700 Punkte steigt, oberhalb dieser 11.700 Punkte befindlich, den DAX dennoch zu 11.700 Punkten kaufen darf. Also das heißt anders formuliert, damit diese Marktteilnehmer, die hier Short Call sind, diese Optionsprämie vereinnahmen können, müssen sie dann zum Verfall dieser Option, und das ist Freitag 13 Uhr, eben entsprechend den DAX unterhalb oder wünschen sich den DAX unterhalb von 11.700 Punkten. Das ist natürlich jetzt insofern dann auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu erklären, wo die Schwierigkeiten im DAX in diesem Bereich herkamen, warum es hier zu keinerlei weiterem Aufwärtsmomentum gereicht hat und weswegen wir bereits vorher eben hier stärkere Verkäufe sehen. Also man könnte das im erweiterten Sinne als Verteidigung dieser 11.700er Marke eben verstehen, damit diese Option hier wertlos verfällt und dann der Stillhalter diese Optionsprämie vereinnahmen kann. Das Interessante dabei ist jetzt allerdings, sollte es zu einer Meldung kommen, die fundamental ein Gamechanger ist im erweiterten Sinne und den DAX über 11.700 Punkte befördert, dann hätten diese Stillhalter hier natürlich ein Problem, denn dann sieht man ja in diesem Diagramm, da knickt hier dieser Graph auf der rechten Seite nach unten ab und das bedeutet eine entsprechende Verlustposition, die sich infolgedessen aufbauen würde. Und zwar relativ große Verluste, die sich dann auftürmen. Also wir reden hier von Geschäften, die im 7, eher 8-stelligen Bereich getätigt werden. Und was müssten die dann tun, um diesen abknickenden Ast hier im auszugleichen. Die müssten im Grunde genommen ein Auszahlungsprofil kreieren, welches dieses abknickende Profil eben neutralisiert. Und das gelingt ihnen dadurch, dass sie eben ein Produkt erwerben, was ein solches Auszahlungsprofil hat. Und dieses Auszahlungsprofil, das wird durch den Future DAX Long gewährleistet. Also das heißt anders formuliert, wenn wir die 11.700 überschreiten, dann kommt es sehr wahrscheinlich zu etwas, was man klassisch als sogenannte Short Squeeze bezeichnet. Diese Marktteilnehmer, diese Short Calls, die sind nicht nur Short Call, sondern die sind auch den Markt Short, weil sie davon ausgehen, dass wir nicht über 11.700 Punkte laufen. Und sobald der Markt über dieses Niveau laufen würde, würden sie aus dieser Position herausgequetscht und müssten dann eben entsprechend hier aggressiv den DAX kaufen, um diesen nochmal nach rechts unten abknickenden Ast auszugleichen, also zu neutralisieren. Das ist bis jetzt noch nicht, hat noch nicht stattgefunden, ist aber durchaus eine in Betracht zu ziehende Option. Also sobald wir über 11.700 Punkte laufen, auch wenn es derzeit nicht so ausschaut. Jetzt können wir das gleiche Spiel auch für die Unterseite tatsächlich ja machen. Und das wird übrigens dann auch immer signifikanter, desto näher wir dem Verfall kommen. Also zwischen heute, morgen und übermorgen 13 Uhr sollte oder kann es ausgehend vom großen Verfall auf jeden Fall einiges an Volatilität geben. Jetzt wird es interessant. Allerdings, naja, wird interessant, das ist ein bisschen übertrieben. Also wir sehen hier die 10.750er Marke, 700er Region da. Das ist dieser höchste rote Button. Das sind die Jahrestiefs ungefähr aus, nee, Moment, sind das die Jahrestiefs?
Nicht ganz, nö, das ist dieser Bereich, ne? So hier ungefähr. Sind die Februar-Tiefs ungefähr. Also diese Region, da haben diese Stillhalter dieser Put-Option und dann kehrt man das ganze Spiel im Grunde genommen um. Und diese Put-Option, das Auszahlungsprofil sieht dann so aus. Da haben wir einen abknickenden Ast auf der Unterseite. So. Und dann ist es hier das gleiche, nur eben auf der Gegenseite, wonach das die Optionsprämie ist, die die vereinnahmen. Und erst, also die wetten darauf, dass ein bestimmtes Niveau zum Verfall nicht unterschritten wird. Und die höchste Erhebung hatten wir jetzt hier bei, ich hatte glaube ich 10.800 gesagt. So, und dann schreiben wir drüber. Zack, hier, das ist der Short Put. Da wir allerdings fast 1000 Punkte, ja, 600 Punkte. 600 Punkte oberhalb diesem am Niveau eben entsprechend traden, ist das erstmal nicht wirklich relevant. So relevant wie die 10, Entschuldigung, 11.700 eben auf der Oberseite. Was allerdings natürlich zu berücksichtigen gilt, ist, das könnte auch in etwas kleinerem Umfang hier dann natürlich auch so eine Squeeze, dann ist es eine Long Squeeze im erweiterten Sinne. Also die Marktteilnehmer Short Put, die wetten ja darauf, dass ein bestimmtes Niveau gehalten wird, dass dann eben mit Unterschreiten Verkaufsdruck aufkommt, der eben dann dafür Sorge trägt, dass man eine Position aufbauen muss, eine Gegenposition, um diesen abknickenden Ast hier nach links unten abzudecken, der solch ein Auszahlungsprofil hat. Und ich mache den jetzt aber ganz bewusst rot. Das wird erreicht durch den Verkauf des Future DAXes. Ja, einfach nur mal so den groben Gedankengang dahinter zu verstehen. Aber nochmal, das ist jetzt erstmal auf der Oberseite signifikanter, als es das auf der Unterseite ist. Eventuell mit Unterschreiten der 11.400 könnte man kurzzeitig ein bisschen Verkaufsdruck sehen, der dann durch eben solches Hedging vom Optionsmarkt initiiert wird. Aber ich glaube, die höhere Signifikanz, die besteht da tatsächlich auf der Oberseite. Also so würde ich da derzeit die Lage ausgehend von diesem Diagramm eben interpretieren. So, ich lese jetzt nochmal ganz kurz. Okay, also Fred schreibt jetzt gerade. Ich gehe jetzt allerdings nicht im Detail darauf ein, aber es zeugt auf jeden Fall von einem tiefgehenden Verständnis dieser Materie. Also ich bin jetzt nur grob drüber gewischt. Ja, Fred schreibt jetzt gerade, im Gamma Short, also jetzt im DAX, müssen die Stillhalter antizipierend handeln. Das heißt, der Markt wird explosiv, Ausbrüche werden gekauft und Durchbrüche werden verkauft. Also das im übertragenen Sinne, das, was ich gerade eben geschildert habe, ja, bezüglich dieses Ausbruchs auf der Oberseite oder ein Durchbruch, das ist der Ausbruch auf der Unterseite, das Umgekehrte. Sollte nun Substanzkäufe über die Kasse kommen, müssten sie antizipierend mitkaufen und verstärken den Impuls. Also das ist im Grunde genommen die fortgeschrittene Version dessen, was ich gerade versucht habe, mit meinem ja, mit meinen Ausführungen darzulegen. Also das ist ja, also wenn ihr weitere Fragen diesbezüglich habt, wendet euch vertrauensvoll an Fred, der scheint zu wissen, wovon er redet. So, das also im Zusammenhang mit dem DAX und ja, mehr habe ich jetzt aktuell für den DAX nicht vorbereitet. Oder wir sehen aktuell, dass der Break auf der Oberseite zwar nicht erfolgen will, aber so wirklich Druck auf der Unterseite kommt eben entsprechend auch nicht auf. Meine Tendenz geht eher auf die Short-Seite. Nochmal, ich gehe davon aus, dass wir eine realistische, gute Chance haben dürften, den Bereich nochmal um 11.400 Punkte anzulaufen. Den habe ich hier gekennzeichnet in meinem Chart mit dieser durchgezogenen grünfarbenen Linie. Interessant wird mit Sicherheit, was passierte, sollten wir unter das Niveau hier fallen. Das ist der Bereich um die aktuellen Wochentiefs. Region Pi mal Daumen 11.450, 11.460 Punkte. Das ist im Grunde genommen so das Level auf der Unterseite, welches dann zu beachten gilt. Also wir sind zwar long im Markt, aber sollten wir jetzt neue Tagestiefs markieren, dann wäre denkbar, dass zunächst das Ziel 450, 460 ist. Und wenn wir da drunter fallen, würde der Mittelpunkt hier oder der Fokus auf die 11.400er Region eben tatsächlich rücken. So, jetzt hatten wir zum Brexit noch was. Und zwar der Brexit. Ja, stellt sich ja mittlerweile als ziemliche Farce dar, möchte man mal nett sagen. Es war allerdings jetzt wenig überraschend, dass gestern Theresa May in ihrer erneuten Abstimmung trotz ihres gefundenen Deals mit der EU oder den Zugeständnissen, welche sie der EU hinsichtlich des sogenannten Backstops, also der nochmal Grenzregelung zwischen der irischen und nordirischen Grenze eben abgerungen hat, dass da eben diesbezüglich keinerlei
Optimismus aufkeimte, dass es sich dort um eine nachhaltige Lösung in irgendeiner Form handelt. Das hat sich auch dann gezeigt, als der Herr Cox ist es auf jeden Fall, COX, ich bin mir jetzt allerdings nicht über seine genaue Jobbezeichnung im Klaren, auf jeden Fall ist der im Grunde genommen für rechtliche Aspekte derjenige, welcher der den Daumen hebt beziehungsweise den Daumen senkt, im übertragenen Sinne. Und Herr Cox sagte, dass diese Basis, auf der hier diese Zugeständnisse basieren, einfach nicht ausreichend sei, an der Gesamtthematik Backstop nichts wirklich Grundlegendes verändern soll, würde. Was ich ehrlich gesprochen auf den ersten Blick als ziemlich niederschmetternd erachte, weil man daraus, denke ich mal, auch relativ gut wiederum erkennen kann, was das für eine, in Anführungsstrichen, Kungelei gewesen sein wird, die man sich da irgendwie zusammengeschustert hat. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Theresa May hat gestern also eine erneute zerschmetternde Niederlage erfahren bei ihrer Abstimmung im britischen Parlament und hat in diesem Zusammenhang, ich muss mal jetzt ganz kurz hier schauen, das konkrete Ergebnis, es waren glaube ich nur 240 Stimmen, wenn ich mich richtig entsinne, die dafür waren, über 300, die dagegen waren, einen Augenblick, 242 waren, 242 für sie, 391 dagegen und diese Differenz von 150 Stimmen, da wurde gestern schon gesagt, wenn wir eine Differenz haben im Bereich um 100 Punkte, es wurde schon erwartet in der Tat, dass dort ein Nein geben wird, aber wenn es eine Differenz im Bereich um die 100 Punkte gibt, dann würde das schon als gutes Zeichen gewertet werden und hätte natürlich wiederum Spekulationen vielleicht auch so ein bisschen befeuert, wonach eben zeitnah sich dann doch noch ein Deal eben findet. So, jetzt ist es eben eine Differenz von über 100 oder knapp 150 Stimmen. Und das wiederum ist ein relativ klares Indiz, dass man dort immer noch sehr, sehr weit auseinander zu sein scheint. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass man sich zeitnah hier auf einen Deal einigt. Was sind also die nächsten Schritte? Jetzt wird natürlich an vielen Ecken der sogenannte harte Brexit, eine Austrittsregelung ohne Deal, eben überlegt. Ich muss allerdings an dieser Stelle sagen, das sehe ich ausgehend von den besonders dann wiederum wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und Großbritannien nicht. Großbritannien und Deutschland, also beziehungsweise Deutschland als Exportland, findet den viertgrößten Abnehmer weltweit seiner Waren in Großbritannien. Und jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang, ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Okay, vielen Dank an Nelson. Nelson hat gerade ein paar Wahrscheinlichkeiten von JP Morgan in die Chatbox gestellt. Also damit man mal eine Vorstellung davon bekommt. Revised Deal, also das bedeutet einen erneut ausgehandelten Deal, davon gehen sie jetzt, JP Morgan an der Stelle, geht von 35% davon aus, vorher sind wir bei 45% gewesen. Second Referendum, also ein zweites EU-Referendum, bei dem Großbritannien, das britische Volk nochmal gefragt wird, ist insofern interessant, als dass das gestern von Theresa May, und ich war wirklich überrascht, also ich habe mir diese Rede im britischen Parlament so angeschaut, also es gab ja diverse Livestreams, und Theresa May selbst ist mehrfach in ihrem Statement dann an das Unterhaus darauf eingegangen, auf ein zweites Referendum. Und das war schon alleine deswegen so interessant, weil es eigentlich ein absolutes No-Go zu sein scheint oder schien zumindest mal. Und dass Theresa May gestern diverse Male darauf eingegangen ist, zeigt, dass diese Option auf dem Tisch liegt. Und so taxiert es übrigens jetzt auch JP Morgan. Vorher waren wir bei 15% Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind wir bei 20%. General Election, das beinhaltet eine Absetzung von Theresa May, die offensichtlich der Gesamtsituation keine neuen Impulse verleihen kann, wie man jetzt im Fußballerjargon sagen würde. Da sind wir jetzt bei 15% gegen vorher 10%. Eine Verlängerung über die Brexit-Deadline sind wir bei 20% unverändert und No-Deal nur bei 10%. Und ich muss sagen, besonders in Bezug auf den No-Deal sehe ich ebenfalls nochmal, und jetzt kommen wir zurück auf das zwischen Deutschland und den Briten, die bestehenden Handelsbeziehungen, ich sehe das nicht. Die EZB hat zu Beginn des Jahres begonnen, ihre Anleiheaufkäufe einzustellen. Also es werden keine Anleihen mehr gekauft im Zusammenhang mit dem QE-Programm. Man hat jetzt letzte Woche sich erstaunlich dovisch präsentiert bezüglich dann der zur Verfügungstellung sogenannter Targeted Long-Term Refinancing Operations. Das
ist kurz TLTRO. Das kann man recht einfach eigentlich übersetzen, hört sich nur super akademisch an, heißt nichts weiter, als dass Banken zweckgebundene Liquidität zur Verfügung gestellt wird, die sie dann günstig an den privaten Sektor bitte ausgeben, in Form von Krediten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Hört sich erstmal im ersten Moment relativ gut an, besonders auch deswegen, weil es zum Beispiel nicht die EZB-Bilanz aufbläht, also zumindest nicht langfristig, sondern nur kurzfristig und diese Liquidität dann über bestimmte Zeiträume wieder zurückgeführt wird. Jetzt ist nur das Problem bei der ganzen Sache, diese Idee hatte die EZB schon mal in 2011, 2012. Damals hat es nicht funktioniert. Dann kam es nochmal in 2000 und, oh, jetzt lass mich lügen, 2017? Nee, 2016? Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt der dritte Versuch dieser TLTROs. Und um es mit Einstein zu halten, Wahnsinn ist dadurch definiert, immer dasselbe zu tun und einen Ausgang zu erwarten. Es wird auch dieses Mal nur sehr unwahrscheinlich helfen, einzig und allein eventuell Banken dazu motivieren, in irgendeiner Form sogenannte Carry Trades einzugehen, also die Billigliquidität zu nutzen, um irgendwelche spekulativen Gewinne eben zu erwirtschaften, auch wenn Targeted eigentlich dafür steht, dass diese nicht für solche Spekulationen verwendet werden dürfen. Es dürften sich aber Mittel und Wege finden, auch deswegen, weil den Banken natürlich durch die Inaussichtstellung, auch das wurde auf der EZB-Pressekonferenz letzte Woche kommuniziert, dass die Zinsen noch auf 0% verharren werden über das Jahr 2019, also eine Zinsanhebung in der zweiten Hälfte 2019 ist komplett vom Tisch und der Swap-Markt wiederum, der spielt jetzt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von einer Zinsanhebung frühestens ab September 2020 seitens der EZB. Und das zerstört das gesamte Geschäftsmodell des Bankensektors. Die Reaktion auch hier beispielsweise der Deutschen Bank, die Aktie fand sich letzte Woche Donnerstag am Ende des DAX wieder, mit Abschlägen von über 5%, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und naja, Fakt ist auf jeden Fall, das Geschäftsmodell oder die Geschäftsbasis erodiert weiter infolge dieser Geschäftspolitik. Und bei einem sogenannten Cost-Income-Ratio bei der Deutschen Bank, also dass ich jetzt für einen Euro, den ich verdiene, einen Euro aufwenden muss, zeigt, dass das die grundsätzlich mit dieser Zinspolitik der EZB unmöglich Geld verdienen kann. Das bedeutet etwas anders formuliert, das gesamte Bankensystem steht vor einer, in Anführungsstrichen, Mammutaufgabe. Tatsächlich ist es eine brandgefährliche Entwicklung in meinen Augen, weil das nämlich auch zügig mal zu einem Kollaps à la Lehman führen könnte, der im derzeitigen Umfeld mit bereits auf vollen Toren geöffneten Geldschleusen, wo man Liquidität ins System pumpt. Es besteht keine Möglichkeit mehr, wieder dieses System in irgendeiner Form dann zu stabilisieren, wenn es wirklich turbulent wird. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weswegen ich sehr, sehr skeptisch bin bezüglich der Gegenbewegung im US-amerikanischen Aktienmarkt. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass das eine Manipulation, primär eine Manipulation des US-amerikanischen Präsidenten auch ganz besonders ist, also muss man ganz genau so sagen, oder der Trump-Administration generell, der macht ja im Grunde genommen nichts anderes, als seine Performance als Präsident an der Performance des Aktienmarktes eben zu messen. Und nach den Abschlägen vierten Quartal, 2018, kam es hier ja zu diversen Attacken, damals auf Jay Powell, auf den Fed-Chairman beispielsweise und dergleichen. Gut, aber wir springen jetzt ein bisschen. Einen Moment, kommen wir wieder zurück zum Brexit. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass diese Aussicht, die die EZB hier skizziert hat, zeigt, dass man langsam aber sicher das Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen zu verlieren scheint und dass man ein grundsätzlich relativ düsteres Bild für die europäische Wirtschaft generell zeichnet. Deutschland ist die Wachstumslokomotive aus wirtschaftstechnischer Sicht in der Eurozone. Bei einem harten Brexit würden die negativen Effekte nicht nur Großbritannien treffen, auch Pfund Sterling in dem Fall übrigens sehr wahrscheinlich einen scharfen Abschlag sehen. Dann haben wir noch nicht die Tiefs gesehen, sondern ich gehe davon aus, dass wir dann im Pfund Sterling eher zeitnah gegen den US-Dollar bis in den Bereich um 1,15 zurücksetzen dürften, sondern es würde eben auch negativ auf Deutschland durchschlagen und eine bereits negative Tendenz und eine sich am Horizont abzeichnende Rezession nochmal befeuern, nochmal beschleunigen. Heißt anders formuliert, ein No-Deal-Szenario ist vor diesem Hintergrund keine Option. Allerdings, wie gesagt, das Problem natürlich seitens der EU ist auch, dass man hier so ein bisschen einen Drahtseilakt wahren muss, denn man darf natürlich auch nicht andere aus dem Euro drängende Länder oder Kräfte, populistische Kräfte, besonders in der südeuropäischen Peripherie, jetzt hier in die Karten spielen und zu große Zugeständnisse machen. Denn sonst wollen alle aus dem Euro heraus, wollen allerdings weiter die süßen Kirschen irgendwie, die dann der Handel
Handel mit der EU mit sich bringt und dergleichen und mögliche Subventionen und dergleichen, wollen die natürlich in irgendeiner Form mitnehmen. Also das heißt, das ist aus dieser Situation oder aus dieser Perspektive befindet sich die Eurozone generell und beziehungsweise Brüssel vor einem großen Problem. Nichtsdestotrotz wird man wahrscheinlich in irgendeiner Form weitere Zugeständnisse machen. Das wahrscheinlichste Szenario, was ich aktuell sehe, ist ehrlich gesagt folgendes. Heute wird es eine Abstimmung nochmal im britischen Parlament geben. Da geht es darum, will das Unterhaus ein No-Deal? Da wird es ein ganz klares Nein drauf geben. Das hat sie auch schon mal jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, so abgestimmt oder vor 1 Monat war es, ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, es wird hier weiterhin seitens des britischen Parlaments darauf hingewirkt werden, dass es einen Deal gibt. Da sie allerdings den Deal, der vorgelegt worden ist, so nicht wollen, ist dann natürlich die Frage, was wollen sie? Diese Frage wird sich allerdings kaum innerhalb der nächsten 2 Wochen, denn die Brexit-Deadline ist am 29.03., die wird sich innerhalb dieser 2 Wochen nicht beantworten lassen. Morgen gibt es nämlich noch eine Abstimmung und dort geht es dann um die Verlängerung der Brexit-Deadline. Und da wird es höchstwahrscheinlich eher ein Ja geben. Also das heißt, was man jetzt seitens des britischen Parlaments erstmal tun wird, ist, dass man darauf hinwirkt, dass es eben auf jeden Fall einen Deal gibt, aber nicht den, den man jetzt vorgelegt bekommen hat. Daran hat sich nichts geändert. Und dann geht es darum, dass man eben erstmal eine Verlängerung dieser Brexit-Deadline anstrebt, die übrigens auch im Interesse der EU ist. Also das heißt, da haben sich jetzt schon diverse Offizielle eben tatsächlich geäußert und haben dann in dieser Konstellation gesagt, dass so etwas überhaupt kein Problem darstellen würde. Unter anderem auch unser ich weiß gar nicht, was er mittlerweile ist. Der Altmaier auf jeden Fall. Also der war mal Kanzleramtschef auf jeden Fall unter Merkel. Und jetzt ist er irgendein Minister. Ich weiß allerdings nicht, welcher, ehrlich gesagt. Und es spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Das ist eine Grafik, die hat gerade eben hier Nelson in die Chatbox gestellt. Und zwar sind das die einzelnen Szenarien. Ja? Vote or no deal, das ist der heutige Tag. Ja? Sollte das abgewiesen werden, vote to extend, Article 50, dann ist es eben so, dass wir bei einer Rejection ein Deadlock eben sehen. Wie gesagt, ich bin allerdings am wahrscheinlichsten bei Pass, also dass wir hier eine Extension zu sehen bekommen. Dann wird die EU, das ist am 22. der Fall, das ist ein Summit, der stattfindet, wird das eben tatsächlich hier abgesegnet. Nochmal, es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier auch ein Pass geben wird. Dann wandern wir zu Postponed, also das heißt, der Brexit Day wird dann verschoben und dann wandern wir eben hier in einen Bereich weiteres Referendum, Nachbetrachtung des Deals und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist im Grunde genommen der aktuelle Ablauf. So, was machen wir trainingtechnisch daraus? Das war jetzt sehr interessant, dass ich das alles so abgearbeitet habe und mal vielleicht so hoffentlich ein bisschen Licht da reingebracht habe in diese, und dass die Herrschaften dafür bezahlt werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mein Unternehmen so führe oder wenn generell jemand sein Unternehmen so führen würde und hier über Monate hinweg immer wieder dasselbe vorlegt und dann hofft dafür, diesmal ein Approval zu bekommen, das Approval nicht bekommt und dann geht's, also ich bin mir nicht so sicher, ob das Unternehmen es lange am Markt aushalten würde, aber wir kommen jetzt mal zu den möglichen Auswirkungen für den Markt. Grundsätzlich ist es so, das Szenario, was ich gerade skizziert habe, was meiner Meinung nach das Wahrscheinlichste ist, das wird auf jeden Fall eher britisch Pfundstärke initiieren, weil es nämlich die nicht nur Notwendigkeit zeigt, mit der man sich hier auf einen Deal einigen sollte, und zwar nicht nur seitens der Briten, sondern auch seitens der EU, sondern es ist eben auch so, dass es auch zeigen würde, dass man bei dieser Hardliner-Fraktion, bei dieser harten Linie, die die Briten fahren, offensichtlich mehr und mehr eher ein Erfolg dann auch in Hinsicht im Hinblick auf Zugeständnisse seitens der EU bezüglich dieses Deals eben erhalten wird. Das ist alles in allem unterm Strich auf jeden Fall positiv fürs britische Pfund und ist einer der Gründe, weswegen ich hier eher über kurz oder lang eine Attacke sehe auf diese dann in dem Fall rotfarbene Linie. Das ist die Region so um 33, 33,50 und noch ein Bruch höher mit erstem Ziel um 36. Das ist also erstmal der Ausblick für das britische Pfund zum US-Dollar. Nun ist es allerdings so, dass ich persönlich hier noch ein anderes, sehr interessantes Szenario, glaube ich, zeichnen würde. Und zwar in einem Währungspaar, was kaum jemand auf dem Schirm hat, aber was aus saisonaler Perspektive ab kommender Woche Montag, ab dem 18.03. sehr, sehr interessant wird. Und das ist ein Währungspaar, was auch aus sogenannter Carry-Trade technischer Sicht sehr interessant wird, weil es nämlich so ist, dass wir zwar eine
0, also ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau im British Pfund Sterling haben, nichtsdestotrotz der Schweizer Franken als Gegenwährung nochmal einen signifikant niedrigeren Zins, sogar einen Negativzins hat. Das heißt, fürs Halten einer Long-Position im Pfund Sterling gegen den Schweizer Franken erhalte ich einen sogenannten positiven Roll. Und deswegen habe ich den Chart auch hier vorbereitet. Wir sehen, wir haben auch grundsätzlich schon begonnen, eine Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs seit einer Zeit hier auszubilden, nachdem es zu keinem signifikanten Bruch unter das 1,23er Level kam. Auch nicht im Zusammenhang übrigens mit diesem Flash Crash am 2. Januar, der sich ja auch in den Pfund Sterling Crosses gezeigt hatte. Und so, grundsätzlich ist es jetzt auf jeden Fall einmal so, dass wir in einem Zeitintervall, ich habe jetzt hier, im Moment, ich kopiere das mal ganz kurz rein, dass wir im Zeitintervall vom 18.03. bis zum 18.04., also über einen Monat, und da sieht man schon, da reden wir von einer etwas anderen Zeitebene als der 5-Minuten-Ebene im DAX. Da haben wir in den letzten 24 Jahren in 19, also in 79% der Fälle, 19 von den 24 Fällen Aufschläge gesehen im Pfund Sterling gegen den Schweizer Franken mit einem durchschnittlichen Gewinn in dieser Periode von 349 Pips und einem durchschnittlichen Verlust von nur 129 Pips, bei einem maximalen Verlust allerdings von 444 Pips. Also das heißt, wenn diese oder als diese Position mal nicht aufgegangen ist, da haben wir einen Maximalverlust hier von 444 Pips gesehen. Dieses Bild, was ich gerade skizziert habe, mit einem eher positiven Ausblick hier für die Verhandlungen Großbritanniens und für das britische Pfund generell bezüglich auch der Zugeständnisse, das ist etwas, wo ich sagen würde, in Verbindung mit diesem saisonalen Muster, Pfund Sterling gegen Schweizer Franken, wird das sehr, sehr interessant, denn es beinhaltet nämlich in meinen Augen auch aus erwartungswerttechnischer Perspektive eine sehr, sehr attraktive Position. Also nur um den Erwartungswert mal hier auszurechnen, um die Profitabilität mal zu unterstreichen. Wir wissen ja, dass der Erwartungswert, ich kürze das mal ab, mit EW gegeben ist durch den durchschnittlichen, Moment, da fehlt ein I, durchschnittlichen Gewinn, multipliziert mit der TQ, das ist die Trefferquote, und davon ziehen wir ab, durchschnittlichen Verlust, multipliziert mit der VQ, das ist die Verlustquote. Und wenn man das jetzt hier eingibt, was wir da oben haben, dann haben wir einen durchschnittlichen Gewinn von 349 Pips, multipliziert mit 0,79, das ist die Trefferquote, und davon ziehen wir ab, den durchschnittlichen Verlust, also die 129 Pips, multipliziert mit den 21%, wenn dieses Pattern nicht aufgeht. Dass diese Zahl größer 0 ist, das zeigt sich auf jeden Fall schon bereits hier. Nichtsdestotrotz wollen wir es mal konkret ausrechnen. 349 mal 0,79 sind 275,7 abzüglich 129 mal 0,21 sind 27. Und das sind also gleich über den Daumen gepeilt ungefähr 248 Pips, die wir hier im Schnitt verdienen. Das ist offensichtlich größer 0. Größer 0 bedeutet an der Stelle, das ist also ein profitables Pattern. Das heißt, im Schnitt pro riskiertem Pip im erweiterten Sinne können wir erwarten, 248 Pips tatsächlich zu verdienen. Also ein bisschen hakelig gerade die Aussage, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt hier eine PIP-Aussage, wenn wir damit mit durchschnittlichem Gewinn in Euro arbeiten würden, könnten wir oder würden wir damit eine Aussage erhalten, wonach eben die Erwartung formuliert wäre, wie viel wir erwarten dürften zu gewinnen pro riskiertem Euro. Und so, Fakt ist auf jeden Fall einmal, das ist ein hochprofitables Pattern, offensichtlich. Und passt, wie gesagt, relativ gut eben auch in das aktuelle Bild, was ich fürs britische Pfund aus fundamentaler Perspektive zeichne. Heißt etwas anders formuliert, ab nächster Woche Montag sind meiner Meinung nach Long Engagements im Pfund Sterling gegenüber dem Schweizer Franken zu favorisieren. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist jetzt auch so ein bisschen, wie sollte man das denn tradingtechnisch umsetzen? Also die klassische Herangehensweise, ich muss dazu auch noch ganz kurz hier was einfügen, nämlich die durchschnittliche Schwankungsbreite für die letzten 14 Tage. Die klassische Herangehensweise bei diesem Setup ist folgende, nämlich, dass man sagt, man nimmt den Schlusskurs am 18.03., den man einfach kauft. Also Schlusskurs bedeutet dann vor dem Hintergrund der aktuellen Zeitverschiebung, man kauft die 21.59 Uhr Kerze oder den Schlusskurs,
ja, und würde dann an dieser Stelle das Setup dahingehend auslegen, dass man jetzt darauf spekuliert, dass dann über die nächsten 4, 5 Wochen Pfund Sterling zum Schweizer Franken steigt. Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie begrenze ich meinen Verlust, also wo setze ich den Stop an dieser Stelle? Da ist es dann so, dass ich sagen würde, ich gucke mir erstmal hier an, wo aktuell die ATR liegt. Also die 14er ATR ist es an dieser Stelle, die liegt derzeit bei 136 Pips. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich das bis nächste Woche Montag nicht signifikant verändert. Da liegen wir also irgendwo zwischen 130 bis 140 Pips Risiko. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings meiner Meinung nach, dass wir hier verhältnismäßig eng eigentlich am Markt liegen. Bedeutet also etwas anders. Es bietet sich wahrscheinlich an, eher mit dem Maximalverlust zu kalkulieren. Vielleicht können wir auch ein bisschen runtergehen. 400 Pips sind schon eine ganze Menge an dieser Stelle oder 440 Pips. Wir können auch auf 400 Pips runtergehen. Das wäre dann im Grunde genommen so eine Art Volatilitäts-Max-DD-Stop. So könnte man ihn vielleicht nennen. Also Max-DD für maximaler Drawdown. Und dann würden wir eben unseren Einstiegskurs, ausgehend von dem Schlusskurs, am 18.3. definieren. Also ich mache mal so Einstieg Long. Wäre der SK, also der Schlusskurs am 18.3. Der Stop wäre ein Max-DD Stop, also 400 Pips würden wir ihn setzen. Ausgehend von eben diesem Long-Einstieg hier zum Schlusskurs. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo läge denn unser Ziel? Da würde ich dann Folgendes machen. Ich würde einen Take-Profit legen in der Weite dieses durchschnittlichen Gewinns entfernt. Also ich runde das mal auf. Das Ziel 350 Pips vom SK entfernt, also vom Schlusskurs entfernt. So, das ist jetzt insofern ganz interessant, weil jetzt wird sofort der Einwand kommen, halt Moment mal, du hast ein Risiko für den Trade, welches größer ist als die Chance, die du anstrebst. Das ist absolut richtig, ist an dieser Stelle allerdings vertretbar, weil wir dennoch hier durch die Trefferquote, die historische, ein weiterhin profitables Setup eben finden. Also es ist vor allem nicht dramatisch, also es ist fast ein Verhältnis von 1:1. Nichtsdestotrotz, was wir bei solch einer Wette natürlich immer machen sollen, unseren Erwartungswert zu berechnen, auch wenn das erstmal nur eine rein hypothetische Geschichte ist. Und das setzt natürlich voraus, dass wir wirklich auch die 350 Pips laufen und dergleichen. Nichtsdestotrotz gibt es uns eine relativ gute Idee davon, ob das, was wir hier machen, eine sogenannte intelligente Wette ist. Und wenn der Erwartungswert größer 0 ist, dann dürfen wir von einer intelligenten Wette sprechen. Also ich formuliere es mal ein bisschen plumper. Stellen wir uns vor, ich würde eine Münze werfen, mache ein Münzwurfspiel. Ich glaube, Nelson und ich haben das schon mal hier gespielt, rein hypothetisch. Es ist eine Chance, dass Kopf kommt 50%, eine Chance, dass Zahl kommt 50%. Und wenn ich jetzt von Nelson für jedes Mal, wenn ich Zahl habe und gewinne und er Kopf, wenn ich für jedes Mal, dass Zahl kommt, von ihm 2 Euro bekomme, und er bekommt von mir für dieses Mal, was Kopf kommt, nur 1 Euro, würde ich dieses Spiel auf jeden Fall mit ihm spielen, unabhängig und auch weiterspielen, unabhängig davon, ob die ersten 5 Spins oder die ersten 5 Würfe tatsächlich jedes Mal Kopf wären und er 5 Euro verdient hätte, weil einfach mein Erwartungswert positiv ist. Also mit 2 Euro, mit einem doppelt so hohen Auszahlungsverhältnis. So, das reicht aus als Aussage. So, das überlege ich mir nochmal. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, auf jeden Fall, wie gesagt, der Erwartungswert, der lässt sich dann relativ einfach wieder nach dieser Formel kalkulieren. 350 multipliziert mit eben den 79%. Und davon ziehen wir dann ab die 400 Pips Risiko, die wir haben mit den 21%. Und also wir können es schon erkennen eigentlich, dass das auf jeden Fall ein positives Ergebnis werden wird. Wenn wir das grob überschlagen, dann sind wir bei 276,5 und davon ziehen wir ab die 400 mal 0,21, dann sind wir bei 84 und dann sehen wir eben, offensichtlich ist das Ergebnis, ohne jetzt das weiter auszurechnen, ist das größer 0. Also bedeutet, der Erwartungswert ist positiv und somit ist der Trade trotz eines Auszahlungsverhältnisses, was eben im ersten Moment ungünstig erscheint, ist der Erwartungswert aber dennoch positiv, dadurch, dass wir eben eine verhältnismäßig hohe Trefferquote in diesem Ansatz eben haben. Ja, und das wäre so eine Idee für Pfund Sterling, Schweizer Franken. Wie gesagt, beginnt ab dem 18.3. im Zeitintervall, dann vom 18.3. bis zum 18.4. die letzten
24 Jahre war das in 19 Fällen ein positiver Trade, mit einem durchschnittlichen Gewinn, der ganz attraktiv war, durchschnittlichen Verlust von 129 Pips, Maximalverlust eben aber von 444 Pips. Wir können aber, wie gesagt, ausgehend hier von dieser Skizzierung, ausgehend davon, einen Trade legitim meiner Meinung nach aufsetzen. Und ja, das wäre so ein saisonales Muster, wie man hier Saisonalität mit der aktuell fundamentalen Lage und der entsprechenden Einschätzung, die ich gerade auch skizziert habe, hinsichtlich dieses Brexit, dann traden könnte. Und ich will nochmal zurückgehen auf den DAX, der sich jetzt doch in unsere Richtung entwickelt. Zunächst einmal jedenfalls. Also hier sehen wir jetzt mittlerweile sind wir über den Einstiegskurs zurückgelaufen. Bisschen Startschwierigkeiten, aber wir haben es jetzt dann doch geschafft, in der Spitze wenigstens mal kurz uns über das 11.500er Level zurückzuhangeln. Ich muss allerdings weiterhin sagen, an meiner initialen Einschätzung für den DAX eher auf der Short-Seite unterwegs zu sein, hat sich noch nichts geändert. Also ich bin weiterhin echt skeptisch, ob wir hier so viel Potenzial wirklich auf der Oberseite eben tatsächlich haben. Was natürlich auch eine Option darstellt, jetzt von der Volatilität, sag ich mal, so ein bisschen losgelöst, wäre natürlich auch Folgendes, dass wir bis Freitag, bis zum großen Verfall dann tatsächlich gar nicht mehr so große Wohler zu sehen bekommen. Dass wir irgendwo im Bereich zwischen 11.600 Punkten nach oben und 11.400 Punkten nach unten eben tatsächlich am Pendeln sind und keinerlei ja, größere Schwankungen eben erwarten sollten. Auch das sollte man als Option wirklich mit in Betracht ziehen. Der Brexit selbst offensichtlich und die sämtlichen Diskussionen, die da rundherum stattfinden, die sind nicht in der Lage, große Volatilität zu begünstigen. Das hat man spätestens gestern Abend gesehen, als wir im DAX nahezu kaum eine Reaktion gesehen haben. Das gleiche galt auch für den US-Markt. Das heißt, also wir hängen hier auch so ein bisschen, ja, wir hängen so ein bisschen an der Wall Street und daran einfach, wie die sich eben jetzt tatsächlich hier präsentieren wird. Sämtliche Abschläge, härtere Abpraller, so gegen diesen schon bereits thematisierten Widerstandsbereich. Wären sicherlich in der Lage, dann auch den DAX ein bisschen stärker unter Druck zu bringen. Wobei wirklich eintrüben und wirklich toppisch würde es im S&P eigentlich meiner Meinung nach gegen diese Region erst, wenn wir hier unter die 2720, also den Bereich um die Tiefs, die wir dort vergangene Woche am Freitag markiert haben, rutschen würden. Also das wäre so der Bereich, wo ich wieder skeptischer würde, wo man vielleicht auch stärkere Abgaben sehen könnte. Ob man das allerdings seitens der Fed, möchte man schon fast sagen, zulässt, bin ich so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also nicht nur der Fed, sondern auch seitens der Trump-Administration. Ja, und im Großen und Ganzen wäre es das tatsächlich meinerseits gewesen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich noch beantworten darf? Im Moment noch keinen im Chat, das siehst du ja auch, aber wir haben ja noch 3 Minuten, also gerne ausnutzen und Fragen stellen. Ansonsten hast du aber heute wirklich sehr, sehr viele Informationen gegeben, fand ich sehr spannend. Ich bin Und vor allem echt überrascht, dass es wirklich also durchgelaufen ist. Also durchgelaufen im Sinne von, dass ich jetzt nicht früher weg musste. Das freut mich jetzt. musst du deinem Sohn mal von uns allen mal danken nach später, Ja, dass er später. uns Nicht, nicht sofort. Nicht sofort. Nein, schön schlafen lassen. Das ist wichtig. Nee, prima, ich denke, dann können wir an der Stelle beenden. Aufzeichnung kommt ja dann online, kann man alles in Ruhe nacharbeiten und wir hören uns, wir sehen uns ja nicht, aber hören uns ja schon nächste Woche auch wieder am 20. Dann können wir auch mal schauen, wie es im Thema Brexit vorangegangen ist und natürlich, was sonst noch anfällt. Ich Die bedanke FED mich. nächste Woche. Ja. FED steht nächste Woche an. Das wird auch insofern interessant, weil da gibt es ja auch eine Möglichkeit, ein saisonales Muster tatsächlich zu traden. Da gibt es ja eine ganz interessante Tendenz. Also ich bin gespannt, ob sich das nächste Woche wieder ausgeht. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ja, sehr gut. Aber hat es jetzt schon mal ein bisschen neugierig gemacht. Also nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei sein. Vielen Dank für die Teilnahme. Schön, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Dir natürlich auch, Jens. Vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hast du das Schlusswort. Ja, happy trading. Passt immer schön auf eure Stops auf und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.